Pandorf 2 gegen Horizon ist ein Duell Vierter gegen den Dritten. Pandorf hat letzte Woche gegen Bad Sauerbrunn 1:0 verloren. Horizon hat hingegen mit einem 6:0 gegen Markt Alhau kräftig Selbstvertrauen getankt. Und so gehört die erste Chance auch den Gästen. Doch bereits in der 12. Minute sollte dieses Selbstvertrauen kräftig federn lassen. Nach diesem Eckball kann Andreas Steinhöfer Tormann Julian Böhm bezwingen und zum 1:0 für Pandorf einnetzen. Doch Horizon kämpft weiter und so kreuzt Philipp Wessely auf der rechten Seite auf und kann Noel Kusto einsetzen. Er spielt mit Lukas Slateritz diesen Doppelpass, startet aber zu früh ins Loch. Der Linienrichter hebt die Fahne. Abseits. Horizon drängt weiter auf den Ausgleich. Noel Kusto bearbeitet die linke Außenbahn und kann hier von Lukas Eisenbart nicht gestoppt werden. Doch diese gute Vorarbeit wird von Philipp Wessely nicht belohnt. Trotz Abstoß vom Bahndorfer Tor stehen die Horizoner sehr hoch und pressen. Tobias Petritsch nutzt diesen Leichtsinn aus und bedient mit diesem Pass Andreas Steinhöfer. Er sieht den mitlaufenden Gazikan Genter. Dieser muss nur noch einschieben. Es steht 2:0 für die Hausherren. Wieder kann Tobias Petritsch mit diesem weiten Pass Andreas Steinhöfer einsetzen. Obwohl drei Horizoner Verteidiger zur Stelle sind, verlässt Julian Böhm sein Gehäuse. Steinhöfer kann wieder Gazikan Kenzer bedienen, der gefühlvoll seinen Doppelpack schnürt. Es steht 3:0. Dem anfänglichen Selbstvertrauen der Horizoner geht schon langsam die Luft aus. Trotzdem stürmen die mittelburgenländischen Gäste weiter. Dieser Schuss von Philipp Wessely landet allerdings nur im Außennetz. Es bleibt zur Halbzeit beim 3:0. Dieser Spielstand hat Bahndorf in eine falsche Sicherheit gewogen. Und so kann dieser Freistoß von Lukas Slateritz ins Bahndorfer Tor abgelenkt werden. Er verschafft damit dem Selbstvertrauen der Gäste eine zweite Luft. Dieser Freistoß findet mit Noel Kuster auch einen Abnehmer. Er kann mit gegnerischer Hilfe Patrick Derdag einsetzen. Jan Slowenciak im Bahndorfer Tor muss sich mächtig strecken, um hier den Anschlusstreffer zu verhindern. Auch dieser Freistoß kann das Ergebnis nicht mehr kosmetisch verändern und so bleibt es beim 3:1 für Pandorf.